Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Factory Town. Ja, Märkte verbinden sich nur mit nahegelegenen oder via Pfade oder Straßen verbundenen Häusern. Diese verbundenen Häuser geben dem Markt Boni, die helfen Waren schneller zu verkaufen. Das ist schön, danke. Ja, wir sind immer noch hier und versuchen dieses Level zu schaffen. Und zwar, ja, drücke ich natürlich wieder falsch. Ich habe mir, by the way, immer noch nicht angeguckt. Also immer noch kein Tutorial oder so angeguckt. Oder ein anderes Let's Play oder so, weil, wozu denn auch? Weil da steht ein Arbeiter rum, der hat nichts zu tun, das freut mich sehr. Und den Arbeiter wahrscheinlich auch, also von dem her, hey. Und hier sieht man die Kartoffeln, die sausen da dahin, das ist schön. Ja, und zu dem Thema, was war denn das? Ach hey. Moment. Hä? Warum hat der jetzt... Achso, weil der... Okay, ich... Ich habe keine Ahnung, warum das... Moment, wenn ich da jetzt kurz auf Pause... Kann ich auf Pause? Ja. Arbeiter. Kann ich da jetzt Rechtsklick irgendwas machen? Nee. Aber ich kann jetzt den auswählen. Da sehe ich, der hat eine Beere, der hat das Ding. Kann ich da jetzt, während ich hier... Nö. Nein, okay, jetzt glaube ich, habe ich irgendwas kaputt gemacht. Ich drücke nämlich immer blöderweise die Factorio-Beenden-Taste. Und ja... Das ist natürlich blöd, wenn ich nicht gerade Factorio spiele. Ja, ob man die Wagen jetzt, also den Wagen kann man leider nicht mehr... Na toll. Genau das habe ich befürchtet. So, machst du einmal da und einmal dann da. Habe ich jetzt richtig gemacht? Ich glaube ja. Weil abwählen geht... Wie kann ich jetzt nochmal... Das muss ich jetzt mal kurz lernen. Ich habe den da, wie kann ich den abwählen? Also mit Q mache ich auf jeden Fall... Ach, einfach ein Linksklick, okay. Weil Rechtsklick ist immer... Also, ich muss mit links anwählen und dann mit rechts den Befehl erteilen. Wenn ich Linksklick mache, geht das wieder weg. Das ist ein bisschen seltsam, aber gut. Akzeptieren wir mal so. So, ja. Ich kann leider den Wagen, soweit ich das weiß, nicht irgendwie so Missionen zuweisen. So wie bei Anno oder so, dass man sagt, hol hier, fahr dahin, dann fahr dahin oder so. Irgendwie, das geht leider nicht. Also man kann ja, zumindest soweit ich das gecheckt habe, kann man immer nur eine, also jeder Wagen oder Männchen kann wirklich nur eine Aufgabe durchführen. So, und wir haben hier jetzt auf jeden Fall in der Schule, wir brauchen kein Papier mehr. Kann ich Papier auch... Kann ich das nicht irgendwie verkaufen? Moment, kann ich hier Papier verkaufen? Nö. Gemischtwarenladen? Auch kein Papier. Oder was ist das? Leder. Was kann ich mit Papier machen? Du hast Papier. Entlade Papier bei Schule. Ne, ich glaube, Papier kann ich echt nur... Oder wo sehe ich denn das? Moment, bauen? Ich gucke jetzt einfach mal ein bisschen durch, weil wir müssen ja noch lernen, ja. Das ist ja das Tolle dran, wie auch selber gesagt, ist ja auch das Tolle dran, wenn man das Spiel noch nicht kennt, ja, dann muss man einfach lernen. Das ist die Frage, weil wenn wir kein Papier mehr brauchen, dann sollten wir vielleicht auch keins mehr produzieren. Werkzeuge, Blöcke entfernen, Gegenstand aufheben, Verschiebewerkzeug. Blöcke entfernen wäre X, okay, das sollte ich mir vielleicht mal merken. Und M ist das Verschiebewerkzeug, so. Bergbauübersicht, Flüssigkeit, Dampfleitung, ach hey. So, Forschen. Genau, Forschung ist voll. Braucht man nichts mehr. Okay, das ist toll. So, dann Waren. Genau, da. Genau, Gegenstand, da kann ich jetzt gucken, irgendwo. Wo ist denn Papier? Okay. Gourmet-Nahrung. Oh, Gemischtwaren. Einfache Nahrung, aber das sind Gourmetwaren. Ach hey, ja gut, das Sandwich ist natürlich Gourmetware, aber dann sieht man, da sieht man halt wieder, dass Papier einfach keinen Wert in dieser Welt hat, ja. Also andere Zivilisationen haben sich durch Papier und der Niederschrift von Dingen einfach definiert und hier hat das einfach keinen Wert. Geteiltes Inventar, ah ja, was das auch immer zu bedeuten hat, so. Ein Blatt Papier geeignet für die Forschung. Produziert von Eingang Holz, Wasser. Okay, ich müsste dann einfach im Sägewerk die Papierproduktion abdrehen, hätte ich gesagt. Also das braucht kein Mensch mehr. Rezept wählen, Papier, weg damit. So. Gut, weißt du was, dann bringt ihr das Papier jetzt einfach mal da ins Lager rein, ja. Entlade alles bei Basisstufe 4. Genauso wie du, entlade alles bei Basisstufe 4. So, du gehst jetzt hier hin und jetzt holen wir hier das... Was bedeutet das? Liefere Papier. Nein, du sollst nicht liefern.
Ich dachte, der Ausgabespeicher ist voll. Ja, wir haben neuen Papier. Warum hast du jetzt keine Lust hier? Papier? Nein. Da zurück. Also ich glaube, das habe ich jetzt eh richtig gemacht. So, dieser Wagen, der fährt jetzt auch mal hier runter. So, einmal daher. Komm, du gibst das Wasser jetzt mal hier ab. Ja, abladen, danke. So, das Papier wird jetzt hier ausgeleert. Okay, das passt gut so, weil wir brauchen kein Papier mehr. So, Försterei. Birne. Mit Ö, Birne. So, wie sieht's eigentlich jetzt... Wo ist denn das Männchen hier hin? Achso, stimmt, dann habe ich ja den Kübel ausleeren lassen. Genau, dann komm du auch jetzt mal und lauf auch dahin. So. Wo brauchen wir denn jetzt viel Siegbedingungen? V, das sollte ich mir vielleicht einfach mal merken. Das kann man eigentlich auch offen lassen, oder? Komm, das lassen wir mal da offen. Kann ich das kleiner machen? Nee. Ich kann es nur pinnen, aber dann ist es halt immer so groß da. Er ist auch doof, oder? Also Sandwich brauchen wir auf jeden Fall sehr viel noch. Sandwich machen wir ja hier irgendwo, oder? Genau, rohes Hühnchen. Ach, das ist ja toll, da ist der Ausgabespeicher schon komplett voll und hier auch. Ich muss die Sandwiches wegtransportieren. Mach ich das nicht? Offensichtlich mache ich das nicht. Ach, verkaufbar in Taverne. Da muss ich eine Taverne irgendwo hinbauen. Okay. Gut, dann einmal schnell das Baumenü. Eine Taverne. Weil wir wollen natürlich auch die Leute gut versorgen mit Bier und so Sachen. Dann bauen wir hier ins Wohnungsgebiet eine Taverne hin. So, sehr schön. Und jetzt wird der Wagen, ja, von hier auf jeden Fall die Sandwiches nehmen und hier in die Taverne bringen. So. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, passt. So, das ist natürlich klar, dass da keine Sandwiches mehr gemacht werden. Ja, wenn ich die nicht abtransportiere. Ist nicht so klug, ne? Ist das bei den Wollmänteln auch so? Ich habe übrigens sehr, sehr viel Geld. Ja. Wo ist denn die Wollstoff? Okay, und da haben wir warmer Mantel 1. Okay, die werden auf jeden Fall abtransportiert, offensichtlich. Ja, die werden abtransportiert. Und ich glaube, ich brauche da nicht so viel... Was? 100, okay. Ja, keine Ahnung. Geschwindigkeit 150 passt. Passt ja ganz gut. So, dann wird ein Hemd gemacht. Okay, passt. Ja, das dauert eine Weile, aber ist okay. Ist echt okay, hätte ich gesagt. So, da müssen wir gucken, dass wir auf jeden Fall hier ein bisschen mehr Weideland machen. Nein, nicht Siegbedingungen. Bauen. Landwirtschaft und also Farmfelder. Kann ich ein paar machen? So. Dumpti-dumpti-dumpti-dum. Offensichtlich haben wir sehr viel Dünger. Darum können wir sehr viel Farmfelder machen. So, passt. Und jetzt müssen wir nur mehr noch hier... Ich meine, eigentlich müsste der doch eh... Pflanzt er die jetzt selber an? Nö, die muss ich anpflanzen, ne? Okay, ja gut. Dann eben hier ein bisschen... Pflanze Getreide. So. Dumpti-dumpti-dum. Kostet einfach Geld. Und irgendwas, glaube ich, kostet es noch. Ist egal. Ist egal, was das kostet. Ich nehme es alles. Ja. Gut. So, sehr schön. Jetzt ist hier alles schön angepflanzt. Ich glaube, wir bräuchten... Moment, ich mache hier den Gehweg noch ein bisschen schöner da nach unten. Dann kann der vielleicht auch schneller und effektiver da... Hochlauf und Wasser holen. Nein, nicht so. So, danke. Okay, er nutzt wahrscheinlich den Weg nicht. Oh nein, er nutzt den Weg. Naja, zumindest das letzte Stück nutzt er ihn. So. Ja, doch, er nutzt ihn. Okay. Wegfindung funktioniert ja doch, bin ich froh. So, gut, also Getreide müssten wir jetzt auf jeden Fall auch genügend haben. Oh nein, Tierfutter. Wir haben viel zu viel Tierfutter im Inventar. Das geht ja gar nicht. So, warum sind meine Siegbedingungen eigentlich weg? Ich dachte, ich habe die angepinnt. Oder habe ich das? Wahrscheinlich habe ich sie wieder weggetan. Egal. So, oh, 27 von 50. Auf einmal sind wir sandwichmäßig wieder ein bisschen besser dran als mit warmen Mänteln. Und die Stofftransportbänder haben wir geschafft. Okay. So, das bedeutet, wir brauchen hier ein bisschen mehr Baumwolle. Brauchen wir echt mehr Baumwolle? Ich dachte, wir haben... Was bist du eigentlich? Moment.
Was hast du in der Hand? Ein Baum. Ja gut, den... Natürlich doof, wenn du einen Baum in der Hand hast, weil da wirst du dann... Oh Gott. Da wirst du dann natürlich nicht, So, habe ich das jetzt richtig gemacht? Könntest du deinen Baum bitte wegbewegen? Das darf wohl nicht wahr sein. So. Einmal bitte den Baum ablegen. Danke. So, und du gehst jetzt auch Baumwolle ernten. So, einmal daher. Zack. Und einmal da reinbringen. Zack. Sehr schön. Weil jetzt müsste da dann ein bisschen, weil Baumwolle scheint hier dauerhaft zu fehlen. Weil nur einer die Baumwolle, glaube ich, liefert. Hier sind zwei Wegen, die machen... Was macht der? Weiß man nicht genau. Ja, irgendwas machen die auf jeden Fall. Ich glaube, die hätten hier die Baumwolle geliefert, aber offensichtlich ist jetzt keiner mehr da, der da Baumwolle ins Lager bringt. Aber es müsste ja bald jemand da stehen bleiben, der da Holz abliefert, obwohl da ist eh dieser eine Arbeiter, der jetzt nichts tut, oder? Moment, tust du was? Hallo? Scheint nicht so zu sein. Gut, dann würde ich sagen, wirst du jetzt Baumwolle sammeln und da reinbringen. So, sehr schön. Damit diese beiden Wägelchen da dann auch bald wieder was zu tun haben. Was haben wir da eigentlich? Weide, die Dünger produziert, oder? Nee, Leder. Und Wolle, okay. Ach, ich kann die Weide verbessern. Ja, das machen wir natürlich glatt. So. Alles top verbessern, ja. Immer, immer top. Ich möchte immer top verbessert sein. So, gut. Ja, schön, schön. Jetzt haben wir hier auch eine Taverne, wo man schön ein bisschen was trinken kann. Die nichts auf Lager hat offensichtlich. Ist das jetzt eigentlich wirklich der Lager? Also der hat auch nichts auf Lager. Kann das wirklich sein, dass wir viel zu wenig produzieren? Ich weiß es ja nicht. Offensichtlich, ne? Naja, gut. Ist okay, wir haben 80 Zufriedenheit. Wir sind richtig, richtig gut. Nun gut. Also das Ganze mit der Logistik ist für mich zwar ist immer noch ein bisschen schwierig, ja, da muss ich mir wirklich, ich werde mir da ein Let's Play, glaube ich, angucken oder irgendwas von anderen Spielern, weil jetzt ist alles irgendwie so konfus durcheinander, ja, wo ich mir denke, alles fährt da, das ist ja richtig brutal hier mit der Küche, die da die Sandwich irgendwie macht, ja. Richtig schwierig, dass das, und da wuselt, ihr seht ja eh, das wuselt alles so rum. Ich meine, ist lustig zum Anschauen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, das ist mein Problem. Ich habe ja keine Ahnung, darum trinke ich jetzt mal kurz ein bisschen, weil die arbeiten da eh brav. Toll, und wir haben 54 Stoffförderbänder. Ich glaube, die Stoffförderbänder, der Unterschied ist, diese Rutschen funktionieren nur, also die gehen auf jeden Fall nicht bergauf, glaube ich zumindest. Die Stoffförderbänder eben schon. Die sind auch, glaube ich, schneller und so. Keine Ahnung, ich weiß es ja auch nicht. Jetzt lassen wir die mal ein bisschen dahin wuseln. Warme Mäntel. Toll, jetzt brauchen wir echt wieder viel mehr warme Mäntel. Was ist mit der warme Mäntel-Manufaktur? Fehlt es wieder an Baumwolle? Ach Gott, ernsthaft? Leute, es muss schneller gehen. So, okay, achso, und die Wolle ist da hinten, gut. Dann, ja, weißt du was, komm, es muss schneller gehen. Wenn es schneller gehen muss, dann hier, ne? Zack und zack. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, wir natürlich sehr viel Stoff brauchen, damit wir dieses Hemd da machen können. Ja, weil Leder und also die beiden Dinge, die sind ja ganz gut. Also wir haben hier Leder und einmal Wolle, ja. Oh, da ist auch sehr viel Dünger, sehe ich gerade, der nicht abtransportiert wird. Aber da ist zumindest, okay, den holt irgendein Fahrzeug. Na gut, das wird dann schon passen. Ich glaube nicht, dass es jetzt am Dünger liegt, dass wir hier nichts mehr reißen. Glaube ich fast nicht. Gut, aber es geht ja auf jeden Fall jetzt schneller weiter. Das ist auf jeden Fall auch schön. So, immer noch 10 Dünger, aber auch 10 Wolle. Das ist die Hauptsache. Weil nicht, ich weiß ja nicht, ob der Produzieren aufhört, wenn keiner den Dünger holt. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber kann natürlich sein, ich sehe gerade hier haben wir echt wenig Futter. Aber naja, gut, das sollte so passen.
Oder holt überhaupt jemand? Achso, die bringen Futter. So, der holt Wolle. Ich glaube, hier holt den Dünger gar keiner ab, oder? Also ich glaube, dass das okay ist, dass der trotzdem weiterarbeitet, auch wenn keiner den Dünger holt. Also irgendwann stehen die bis zu den Knien im Mist. Ja, ist halt so. Na gut. Belassen wir mal so. Ja. So, warme Mäntel 34 von 50. Geht ja schon schnell dahin. Gut, und wir haben sogar Puffer. Wir haben sogar echt Puffer. Könnten wir sogar machen wir ein bisschen mehr Speed, ja? So, schauen wir mal. Oh nein, wir haben zu wenig Hemden im Angebot. Ja gut, eigentlich auch nicht, weil wir haben hier eh drei Hemden sind im Puffer quasi. Ja, komm, das geht schön dahin. Das passt gut so. So, und schon bald werden wir es geschafft haben. So, ich möchte das nochmal hier kurz anpinnen, ja, damit wir da schön sehen, wie sich das entwickelt. Da, 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 da. So, gut, jetzt können wir wieder keine Hemden machen, aber wir haben drei Hemden im Puffer. Es fehlt wirklich immer noch an Baumwolle. Es ist echt witzig, dass wir wirklich immer noch zu wenig Baumwolle nachliefern. Gibt's das? Obwohl wir jetzt zu dritt Baumwolle ernten, also zu viert oder zu fünft sogar, müsste ich wahrscheinlich mit einer Rutsche arbeiten. Oder da könnte ich ehrlich gesagt, ich probiere jetzt einfach so ein Stofffließband. Natürlich doof, weil das jetzt genau... Ja, weil das ist natürlich jetzt genau die Straße. Oh Gott. Ja, das ist halt doof. Kann ich den auch erhöht? Moment, Stelzen. Kann ich den auch erhöht reinpacken? Ich möchte noch mehr Stelzen. So, kann ich da jetzt? Oh, das müsste sogar gehen, oder? Ich bin ja gespannt. Jetzt werde ich es zwar wahrscheinlich eh dann gleich mal haben, ja. So. Ich hoffe nur, dass ich die Förderbänder ja hoffentlich auch hier kann ich ja hoffentlich schräg machen, oder? Stoffförderband. Ja, toll. Kann ich die nicht schräg machen? Du willst mich doch verarschen, oder? Das muss ja wohl gehen. Halbtreppe? Achso, da muss ich wahrscheinlich die Rampen zuerst dran machen, oder? So. Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber... Huch! Oh! Ach, wir haben es geschafft! Sieg! Juhu! Okay, gut, dann. Passt auch. Ja, weißt du was, dann machen wir nächste Kampagne. Wir werden das mit den Stofffließbändern sicher noch rausbekommen irgendwie. Aber nächste Kampagne. Nö, müssen wir nicht speichern, danke. Wird geladen. Inseln. Stufe der Basis 2 von 5. Bergwerk, Fischerei, Fischeintopf, Metallförderband und Schienen. Ach ey. Okay, gut, das scheint eine kleine süße Siedlung zu sein. Und... Ja, so, da ist die Basis. Ein Sägewerk. Wohnhaus. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich eigentlich voll raus bin. Wir sollten vielleicht mal ein, hier ein Dingens machen. Einen, oh, ich brauche Steine. Ich brauche auf jeden Fall mal, was haben wir im Sägewerk? Da produzieren wir Bretter, die wir ins Lager bringen. Okay, also wir haben auf jeden Fall Bretter, hätten wir. Aber wir könnten auf jeden Fall... Ja, komm, wir bauen da mal drei Arbeiter hin, die hier noch ein bisschen Bäume klopfen und da reinbringen. So, gut. Also was wollte ich eigentlich bauen? Ich wollte Gebäude bauen, nämlich so einen Lebensmittelmarkt, aber da fehlen mir definitiv Steine. So, Steine hätten wir da. Also nur Steine oder brauche ich da spezielle Steine? Brauche ich
Steine? Nee, das sind normale Steine. Erzeugt vom Bergwerk. Eingang gelb, was? Eingang gelbe Münze? Ich check's nicht. Straße brauchen wir Ziegelsteine. Okay, es reichen normale Steine. Na gut, dann würde ich mal sagen, hier gleich mal ein bisschen die Bergmannstruppe. Ja, zack, und rein da. So. Gut, und was haben wir da? Da haben wir, ach, das ist ja schön, eine Kiste. Was ist eine Kiste? Ach, die hat, okay, und ein Fisch. Ach, das ist ja süß, ein Fischerboot und eine Kiste. Okay, also eine Kiste ist quasi ein Zwischenlager, oder wie darf ich das verstehen? Ja, offensichtlich. Okay. Gut. So, wir brauchen auf jeden Fall, wie gesagt, einen Lebensmittelmarkt. So, den bauen wir. Ja, komm, den bauen wir daher. So, und dann kannst du die Fische. Wo bringst du die eigentlich momentan hin? Ins Haus? Nee, du bringst die Fische ab jetzt von hier. Moment, was machst du? Liefer. Und. Daher. So. Schauen wir mal, ob er das jetzt macht. Zack. Sehr schön. Ja, scheint zu passen so. Gut, und ich würde sagen, naja, eigentlich könnten wir ja da jetzt auch so ein. Achso, natürlich habe ich keine Stoffförderbänder, weil bis ich Stoffförderbänder bauen kann, da werde ich ja arm. Gehwegstraße, Rutsche. Nö. Da. Strukturblöcke. Logik. Rohre. Dekoration. Pfade. Da, Stoffförderband ist gesperrt, natürlich. Aber gut, wir müssen sowieso zuerst die Grundversorgung sichern. Dazu würde ich sagen, machen wir hier auch noch ein paar. Sammelst du ein paar Beeren, die wir da reinpacken. So, und dann kommt da noch einer, der ein bisschen Äpfel sammelt, die wir da reinpacken. Oh, huch, hier so. Würdest du die Güte haben, hier bitte Äpfel da rein? So. Sehr schön, gut. Dann haben wir zumindest mal ein bisschen Grundversorgung, dass wir Dingens bekommen, Münzen. Achso, da wäre auch noch Getreide. Damit wir Getreide, da brauchen wir jetzt Schule, Sägewerk, Kornmühle wäre da ganz gut, glaube ich. Könnten wir eigentlich gleich ranpacken. Oh, also Eingang ist da. So, ja, du darfst natürlich Mehl und erstmal nur Mehl machen. So. Ist natürlich das Problem, dass wir da Getreide brauchen. Klarerweise. Ach, und Getreide, okay, weißt du was, komm, du lieferst Getreide natürlich jetzt erstmal da rein. So. So, und ihr beiden macht das Gleiche. Zack, und da rein. Und einer darf es weiter, obwohl, nee, und du gehst hier Mehl in den Lebensmittelmarkt. So. Ja, gut. Gegenstandsfilter verkäuflich. Achso. Was haben wir da? House Happiness. Einfache Nahrung, gemischt waren und bessere Nahrung. Okay. Okay, das bedeutet hier mit dem, dass das ist neu. Ist das ein Menü neu? Ich hab keine Ahnung. Butter. Okay, mit Fisch und so. Ah, okay, da steigt dann, wenn die das bekommen, dann steigt oder sinkt der. Der Dingens, okay, ich würde sagen, kann eigentlich ein Wagen, kann ja auch nur eins tragen, oder? Weißt du was, komm, dann schauen wir, dass diese Fischkiste, was? Kann nicht navigieren, was ist mit dir? Bitte Fisch hier ran, so. 20, ja, weil das Fischerboot, das geht ja eh richtig schnell. So, weißt du was, dann gönnen wir uns hier noch einen und hier noch einen für Obst und Gemüse. Einmal rein da und dann einmal rein da. So. Und wir haben jetzt schon genügend Stein und Bretter in Wirklichkeit. Das ist schön. Wir brauchen, glaube ich, nicht 3 zum Stein klopfen. Da reichen 2, glaube ich. Und dafür wird einer, hier habe ich den nicht. Kommst du bitte an die Angel? Ich meine, was soll denn das? So, du wirst dafür hier das Mehl da rein transportieren. So, okay. Gut, dann können wir jetzt mal schauen. Sägewerk, Kornmühle, Werkstatt, Steinmetz brauchen wir noch nicht. Werkstatt, was macht wer? Stellt eine Vielzahl von nützlichen Gegenständen her. Ja, bauen wir eben mal eine Werkstatt irgendwie.
Ja, komm, wenn die nützliche Gegenstände herstellt, bauen wir sie hier hin. Ach, das ist die Geschichte, stimmt, okay. Nee, weißt du was? Das bauen wir hier, M. So. Und zwar... Gott, mir gehen diese Bäume da echt ein bisschen im Weg. Hierher. So, genau, danke. Und jetzt machst du hier Holzräder. Ja, nicht M. Ich möchte ein normales Männchen haben. So. Oh nein! Baue neue Häuser. Okay, gut. Dann eben mehr Wohnhäuser. Ist auch okay. Würdest du bitte die... Was ist jetzt... Ach, ich habe zu... Oh, ich habe zu wenig Holz für Wohnhäuser. Ja, das ist ja nicht gut. Toll, das geht... Das fängt ja schon gut an. Ich habe natürlich zu wenig Holz, weil die natürlich das Holz hier reintragen, aber ich brauche es im Lager. Ja, weil wenn das Holz da drin ist, da bringt es mir nichts. Kann ich nicht bauen damit. Eieiei, ja, das ist ja sehr ganz toll, ne? Wohnhäuser. So. Nein? Geht das da? Das müsste ja da eigentlich schon rangehen, dann, wenn ich es mir dann leisten kann, oder? Da ist ein Weg, das ist etwas doof, aber daran müsste gehen. So, komm, ein Holz noch. Ein Holzscheit noch. Und? Was? Gebäude ist blockiert. Ernsthaft? Okay, ich brauche da offensichtlich doch mehr Platz. Na super. Na ganz toll. Ach stimmt, und da ist ein Brunnen, das ist schön. Und Brunnen, muss ich beim Brunnen Wasser schaffen, die ja eh so irgendwie ran, oder? Ja, gut. So, Warenversorgung, was haben wir denn? 8 Häuser. Prozent Häuser, die aktiv diese Ware verbrauchen, 50. Getreide, Fisch, 50, Obst, haben wir 88, okay, ja gut, weil wir einfach, ja, ich weiß nicht, Fisch, weiß nicht. So, was wollte ich eigentlich, stimmt, ich wollte noch 2 so Männchen, wollte ich da noch herpacken, einen nämlich da und einen da, einfach nur damit wir sagen, du holst Bretter ab und bringst sie daher und du holst Räder ab und bringst sie daher, so. Ach, und ich... Ah, jetzt weiß ich, wofür ich die Steine bräuchte. Aber ich brauche zuerst wieder mehr Wohnhäuser. Die Steine brauche ich zum Verbessern. Somit brauche ich auf jeden Fall doch ein Steinmetz. Na gut. Schauen wir mal. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Warten wir einfach ein bisschen ab, ja. Also ich glaube ja trotzdem, dass auf jeden Fall hier... Warum? Zufriedenheit von 80? Ist 80 das Ziel oder ist das das Maximum? Nee, ich habe kein Zufriedenheitsziel. 80 ist irgendwie wahrscheinlich das Maximum, was wir haben könnten oder so irgendwie. Weil ich 8 Häuser habe. Okay, naja, gut. Ei, Huhn kann ich natürlich nicht. Obst und Gemüse. Also wir sollten vielleicht... Gemüse. Also eigentlich ist das Obst und das Gemüse, aber Gemüse haben wir ja noch nirgends. Da hinten wäre Baumwolle. Okay, was haben wir da? Da ist Kohle. Ach, da ganz hinten sind Karotten. Im fernen Ozeanien können wir Karotten sammeln. Was haben wir da? Grüne Fische, okay. Die Kiste ist immer noch permanent voll. Also ich glaube, wir können auf jeden Fall auch mehr Fisch holen. Und das Gute ist, wenn ich jetzt dann... Ich habe übrigens immer noch nicht rausgefunden, wie ich hier die Sachen ändere. Also wenn ich jetzt dann die Räder... habe. Ach, ich kann einen Wagen sogar schon machen. Wobei, warum braucht Wagen eine Bevölkerung? Schneller Transport. Ja. Kann aber keine Ressourcen abbauen. Toll. Toll, super. Braucht ja auch ein Männchen, da habe ich ja gar nichts davon. So, jetzt auf jeden Fall ein paar Wohnhäuser bauen. So, einmal da. Nicht genug Haus... Was? Na toll. Super. Okay, gut. Ich kann nicht, ja, das ist jetzt blöd. Ich kann keine Häuser bauen, weil ich da... Okay, gut, dann brauche ich jetzt den Steinmetz. Ja, Steinintermezzo. Oh nein, er hat keinen Arbeiter. Das ist nicht schön.
Gut, wo haben wir denn jetzt viele Arbeiter, die wir vielleicht abziehen sollten? Ich würde mal sagen, du wirst abgezogen. Und zwar hierher. Das hat ja gut funktioniert. Du wirst abgezogen hierher. So. Nicht genug freie Bevölkerung. Was baue oder verbessere deine Häuser oder lösche untätige Arbeit? Oh, oder lösche untätige Arbeit. Ah ja, dann müssen wir untätige Arbeiter löschen. Kann ich untätige Arbeiter löschen? Auf jeden Fall hier mal alles reinpacken. So. Ich habe gehört, dich kann ich jetzt löschen, untätige Arbeiter. So. Hier, kein Befehl. Ja, dann würde ich ihn gerne töten. Also nicht töten, sondern einfach hier. Wow, was war das? Und Hilfe! Nein. X. Habe ich ihn jetzt? Nein. Ich würde ganz gerne wissen, so, Arbeiter, Inventar, Gegenstandsfilter, nix, leeren, okay, nein. Ja, dann geh da bitte. Hä? Ich möchte dich. Was? Warum? So, gut, darf ich die. Warum taucht hier immer Hilfe? Was ist Hilfe? Warum ist da so viel Zeug? Ich auswählen, bauen. Moment, auswählen. Was kann ich da so? Spalten auswählen, Blöcke auswählen, bauen. Arbeiter. Moment, schauen wir mal bei bauen. Werkzeuge. Gegenstand, Blöcke, Block zerstören, Gras wachsen lassen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Block zerstören. Kann ich denn? Na toll, jetzt hab ich. Super. Nö, kann ich natürlich nicht. Ja, wie kann ich diesen untätigen Arbeiter jetzt löschen? Ich weiß ja nicht, irgendwie ist das jetzt nicht so ganz intuitiv. Vor allem, das gibt's ja nicht. Ich kann ja. Es kann ja nicht sein, dass ich mich da so verbauen kann, dass ich auf einmal dann nichts mehr machen kann, oder? Kommst du bitte mal daher? Das wäre ja ganz komisch, oder? So, bitte einmal entleeren. So, Arbeiter. Geh arbeiten. Ja. Geh arbeiten. Kann ich navigieren? Na toll. Du geh bitte, das habe ich wahrscheinlich, irgendwo habe ich das mal gelernt, oder? Hilfe. So. Gegenstände. Nö. Omnistein. Eieiei. Einheiten. Arbeiter. Ermöglicht Ernte und Transport von Gegenständen. Ja. Tipps. Rutsche, Förderbände, Rutsche lernen, Gemeinschaftsmarkt, hast du Gerüst, Arbeiterzuweisung. Wenn viele freie Bevölkerung vorhanden ist, kannst du mit ihr die Produktion im Betrieb enorm verbessern, indem du dort mehr Arbeit einstellst. Ja, das ist schön, aber ich möchte wissen, wie ich die löschen kann. Hotbar verändern. Ja, toll, aber das will ich jetzt nicht wissen. Ich meine, schön, dass du mir das nochmals sagen würdest, aber ich möchte den eigentlich nur löschen. Rohstoffe entfernen. Ist das ein Rohstoff? Nö, der Arbeiter ist auch kein Rohstoff. Wäre auch ein bisschen fies, wenn der Arbeiter ein Rohstoff wäre. So, kein Arbeiter zugeordnet. Inaktiv. Nicht genug freie Bevölkerung. Baue oder verbessere Häuser oder lösche untätige Arbeiter. Kann ich dich verschieben? Verschiebe Werkzeug. Oh, was? Oh, guck mal. So. Nein, ich möchte doch nur, dass der. Ich möchte ihn doch nur hier weghaben. So. M? Nee. Arbeiter, Gebäudepfade. Tut mir leid, das ist jetzt echt ein bisschen blöd, ich weiß. Verschiebewerkzeug. So, das auch nicht. Menü.
Arbeiterübersicht. So. Kein Befehl. Ja. Kann ich den jetzt töten? Mir ist das ja egal mittlerweile. Dann töte ich ihn eben. Ist mir doch Wurst. Ich will nur, dass da... Ja gut, hilft wohl eh nichts. Dann muss ich schauen, dass ich hier... Ja, aber das gibt's ja nicht, dass ich die jetzt nicht... Das... Hä? Ach, ich kann... Ich bin... Okay. Ich bin Trottel. Ich kann auf jeden Fall Häuser so auch verbessern. So, okay. Ich kann... Ja, sorry, Leute. Ich weiß, ich kann Häuser... Wohnhaus Stufe 1. Das geht noch mit normalen Brettern. Aber das war jetzt trotzdem komisch. So. Jetzt habe ich den hier und du wirst jetzt hier einfach das Zeug da reinbringen. So. Boah, das ist aber echt doof. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht versehentlich am Anfang so verbaut, dass man dann nicht mehr weiterkommt. Finde ich jetzt echt ein bisschen doof. Finde ich doof. So, komm, Basis. Achso. Brauchen wir 20. Dann werden wir doch zuerst die Basis verbessern. Und wir müssen aufpassen, weil wir brauchen, glaube ich, relativ schnell hier ein Getreide... Dingens. Lebensmittelmarkt, Schule, Sägewerk, wo ist denn das? Brunnenlager. Ach, das ist ja wieder alles. Ach, hey, das muss ich alles zuerst lernen. Nein! Ach Gott, da brauche ich wohl doch eine Schule gleich mal. So, die Schule. Zentrum des Lernens. Ist jetzt irgendwie nicht so viel Platz. Die Schule kommt da unten hin. Ja, und ich werde die Schule einfach direkt von hinten mit Papier versorgen, hätte ich gesagt. Also die Schule braucht hier... Was? Benötigt Gebäude Basisebene 3. Okay, na gut, dann machen wir in Basisebene 3. Aber ich brauche auf jeden Fall Schreibwaren. Und Papier bekomme ich im Sägewerk. Im Sägewerk bekomme ich Papier. So, genau. Bitte hier Papier. So, und wir müssten eigentlich Wasser, müssten wir eigentlich... Oder wenn ich das jetzt, Moment, wenn ich das jetzt hier rüber verschiebe, verbunden mit 119 Wasser. Jetzt müsste der eigentlich Wasser, ja, perfekt. Okay, dann müssen wir nämlich kein Wasser liefern. So, und wir machen hier einen schönen Verbindungsgehweg. Wunderbar. Und einen Arbeiter. Ja, da hoch. Moment, weißt du was? Wir arbeiten wieder mal mit. Weil wir es schon so lange nicht mehr gemacht haben. Mit Faden, einer Rutsche. Guck mal, wie schön. Dann machen wir eine Rutsche darunter. So, die ist hier und hier. Toll. So, gut. Darf ich sie jetzt machen? Du willst mich doch verarschen. Nein, Rohstoff entfernen. Ich möchte doch nur eine Rutsche machen. Was ist jetzt das Problem hier? Warum kann ich jetzt keine Rutsche machen? Ja, super. So, kann ich jetzt eine Rutsche machen? Muss ich da zuerst einen Gehweg oder kann ich da... Ah ja, gut. So geht's dann offensichtlich. So. So. Ja. Jetzt aber. Okay. Gut. Also einmal da... würdest du die Güte haben, das abzubauen und dann da hinzulegen? Da wäre ich dir sehr verbunden. So, danke. Okay, hui. Und dann rutscht das da rein und dann wird das da... Ach, das ist so schön. So, und dann tut da einer mal ein bisschen hier da das Papier raus und da rein. Und in der Schule wird dann ganz toll gelernt, sobald wir Basislevel 3 haben. Die wir immer noch nicht machen können, weil wir erst 18 Steine haben. Was dauert das so lange? Achso, ja gut, wir könnten... Also wir bringen zu wenig Stein hin. Naja, gut, das ist natürlich auch ein Problem. Komm, bring bitte in Zukunft die Steine rein da. So, macht er das jetzt? Jetzt nimmt er sie vom Lager raus. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Nein, Hilfe! So, warum macht er das jetzt? Das wollte ich eigentlich nicht. So, wo ist denn jetzt der Typ? Du bist der... Nee. Moment, wer macht jetzt was? Du sollst bitte die Steine nicht von da, du klopfst die Steine da ab und bringst sie da rein. So, so ist besser, ne? Haben wir es jetzt. Gut, jetzt tragen zwei Leute, oder? Nee, nur ein. Ist echt nur einer. Na gut, da werden wir natürlich keinen Krieg gewinnen, wenn das nur eine ist. So, jetzt müssten es zwei sein, genau.
Ich glaube, nämlich normalen Stein haben wir ja echt genug. So, Basis bitte verbessern. Danke. Hausmaximum erhöht um 4. Neues Gebäude freigeschaltet. Gemischtwarenladen. Forschung verfügbar. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Basislogistik. Also Gemischtwarenladen ist sicherlich nicht schlecht. Weil ich meine, unser Lebensmittelmarkt ist super. Aber gut, jetzt können wir endlich, weil in der Schule... Ach, wir haben noch gar keine Rezepte. Ja, weißt du was? Zack, zack und zack. Einfach alle dreimal. Ach, und ich sehe ja, das dritte brauchen wir... noch gar nicht angehen, weil wir haben noch keine roten Dinge. Da müssen wir erst einen Gemischtwarenmarkt machen. Gemischtwarenladen? Toll, sage jetzt nicht, dass der hier keinen Platz hat. Na wohl, da müsste sich ja hoffentlich da schon noch ausgehen. Wir haben nur jetzt zu wenig Bretter. So, komm, ein Brett. Ja, und da geht sich sogar wirklich da aus. So, was verkaufen wir denn da Schönes? Wir könnten da auf jeden Fall die gute Merino-Wolle hinbringen. Nee, natürlich nicht. Wir bringen zuerst mal nur Bretter und verstärkte Bretter. Also ich würde sagen, wir werden... Weiß ich nicht, sollen wir hier... Ah, ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Bretter brauche ich ja zum Bauen. Man merkt gerade, ich habe echt viel zu wenig Bretter. Warum habe ich eigentlich zu wenig Bretter? Weil ich zu wenig Holz überhaupt habe. Also ich glaube mal, Holz bringe ich mal nicht hierher. So, also zwei von euch, nein, na toll. Also das ist manchmal echt doof. So, toll, jetzt sind die beide hier, nein. Ach, diese Steuerung. Das manchmal macht mich die echt wahnsinnig. So, einmal da und einmal rein da. So, und einmal du wirst weiterhin hier jetzt Bretter raus. Bretter in die Basis. Stimmt, weil ich natürlich auch einen Haufen Räder mache, was ja auch nicht so ideal ist. Aber im Sägewerk sollte ich auf jeden Fall... Naja. So, gut. Aber was brauche ich jetzt... Nein. Was? Hilfe! Ich nicht so schnell. Spiel. Das wäre echt... Ach, ich kann da doppelklicken. Okay. Gut, verstärkte... was? Sehr starke Unterstützung beim Bau der High-End-Gebäude. Okay, High-End-Gebäude. Das hört sich ja äußerst interessant an. Gut, ich würde aber eher sagen, wir bringen mal Stein dahin. Ja. Wobei Stein habe ich halt auch noch nicht in Massen. Ja, ich möchte da jetzt nicht... So, wie sieht es jetzt aus? Werden die Bretter jetzt hier überschwänglich viel? Nee. Aber ich mache... Gut, dann machen wir es einfach so. Dann machen wir hier ein zweites Sägewerk. Ja. Ein... zweites Sägewerk, das einfach auch Bretter macht. Und diese Bretter sind, so, diese Bretter sind dazu da, um verkauft zu werden. Ja. Und weißt du was, jetzt mache ich einen Wagen. Weil ich kann ja Wagen auch machen. So, machen wir zwei Wegen. Nö, ich mache nur einen Wagen. So, Bretter nehmen und in den Gemischtwarenladen rein transportieren. So, das Spiel sagt mir, ich muss leider das Haus ein bisschen verbessern. Ach, und da brauche ich Stoff fürs nächste Level. Okay. So. Zack und zack. Und oh, ich habe nicht mehr genügend Stein. So, warum haben wir da... Wenn ich da dauernd die Menschen anwähle, da werde ich wahnsinnig. So, okay, wir haben immer noch zu wenig. Wir machen immer noch zu wenig Dingens hier. Bauen immer noch zu wenig Stein ab, offensichtlich. Und wir könnten natürlich auch wieder ein paar Häuser noch bauen. So. Weißt du was? Dann packen wir die drei Arbeiter. Und die dürfen alle Stein rein da. So, sehr schön. Okay. Sollte der Steinmetz besser bedient sein. Und wir bauen noch vier Wohnhäuser irgendwo ran. Also da offensichtlich ja nicht. Warum da offensichtlich ja nicht? Ha, kein Platz. Gut, dann eben. Da auch nicht. Warum? Ich möchte die aber nicht dahin. Oder bauen wir sie? Na gut, ich meine... Boah, das ist echt so schlimm. Gut, wir können sie natürlich hier eigentlich auch an die Klippe ranbauen. Ist ja egal, ja. Okay, jetzt habe ich keine Bretter mehr.
Warum habe ich die jetzt eigentlich? Das ist eigentlich ein bisschen doof so, merke ich gerade, weil ich könnte die ja eigentlich auch da ran. Nee, kann ich nicht, weil da kein Zaun ist. Okay. Weil da der Zaun ist. Warum ist da ein Zaun? Weg mit dem Zaun! Wir brauchen den Zaun nicht. Keine Ahnung, warum das dann Zaun ist. Ja, jetzt ist er nicht mehr da. So, und verschieben. Ran da. Ja, Platzgewinnungsmaßnahmen. Hilft alles nichts. So, und dich verschieben auch da nach oben. Warum geht das nicht? Kann ich auf unebenem Gelände bauen? Ja, dann ebne es doch an. Jetzt müssen wir hier alles wegreißen wieder. Ach nee, da bekommen wir sogar Sachen. Nicht das Haus wegreißen, da bekommen wir sogar Sachen zurück. Das ist ja schön. So, zweimal verbessern. Hier auch noch zweimal verbessern. Und da hatten wir auch noch irgendwo eins, was wir noch nicht verbessert hatten, oder? Doch, die haben wir alle verbessert. Nee. Irgendeins fehlte noch. Das da, oder? Ja, sehr schön. So, und das da auch noch. Gut, wir können aber zwei Häuser können wir noch bauen. Und gucken wir mal, ob wir die... Ja, da würden wir sie eh rankriegen. Ja, muss ich ein bisschen aufheben. Die ein bisschen ebenerdiger machen. Hier die... So... So, kann ich da jetzt das Haus? Ich möchte nämlich eigentlich eine Ebene höher machen. So, ja gut, das ist jetzt... Hä? Warum kann ich das jetzt nicht daran bauen? Ja, da geht... Ach so, ach, weil ich keine... Okay, ich habe keine Bretter mehr. Das ist natürlich was anderes. Was ist denn das? Pfusch am Bau. Wenn ich keine Bretter mehr habe, ist das natürlich was anderes. Ist klar, ne? So. Aber wir haben, wie viele Räder haben wir? Wir haben 52 Räder. Könnte ich eigentlich jetzt das irgendwie... Weil ich glaube nämlich kaum, dass wir so viele Räder brauchen, oder? Weißt du was, dann werde ich hier die Räder... Produktion vorerst mal stoppen. Kann ich das auch pausieren? Ich müsste einen Arbeiter wegtun. So, jetzt ist inaktiv. Okay, gut. Der sollte ruhig stehen bleiben. Wobei eigentlich jetzt momentan brauchen wir ihn nicht. Das bedeutet, er kann hier... Ja komm, ein bisschen Beeren pflücken. Passt schon. So. Und jetzt sollten eigentlich mehr Bretter ins Lager kommen, damit ich hier auch schön Dinge machen kann. So. Und jetzt ist das Haus hier auf jeden Fall auch viel schöner. Wunderbar. So. Jetzt haben wir alle Häuser. Die müssen wir noch ein bisschen verbessern. Wir müssten sie theoretisch verbessern, aber können wir nicht. So, und Bretter... Also wir haben hier, wie sieht es hier eigentlich aus? Okay, ach, der kann schon mehr mitnehmen. Ach, das ist ja toll, der Wagen kann vier Dinge mitnehmen. Okay, das ist natürlich jetzt, das ist super. Das bedeutet, wir werden hier auch einen Wagen machen. Okay, ich dachte schon, irgendeinen Vorteil muss der Wagen doch haben. So, Fisch nehmen, Fisch bringen. So, dafür werden wir einen von denen dann... Du zum Beispiel kommst jetzt... Kommst du her? Ich möchte die ehrlich gesagt wirklich löschen, wenn ich da auf Entfernen... Ach, ich brauche nur auf Entfernen drücken. Okay, gut. Na super. Das ist ja ganz, ganz gescheit. Ja. Was ich ja vorher nicht gecheckt habe. Ist eigentlich logisch, ne? So, witzig. Der hat immer noch zu wenig Steinlieferung. Naja. So, Bretter. Zack. Und hier auch Bretter. Achso, aber da Stein. Ich habe immer noch zu wenig Bretter. Was ist da los? Gut, die... Achso, weil der jetzt hier anfüllt. Die Werkstatt, die eigentlich... Naja, gut. Ist egal, lass mal mal. Obwohl andererseits... Nee, komm, das ist ein Blödsinn. Weg damit. So, weil Bretter brauche ich echt woanders. Gut, die Häuser sind alle da. Da wird schön gebaut, okay. So, wir könnten hier ein, zwei Zusatzarbeiter anstellen, die ein bisschen für Holz sorgen. Ich trinke mal schnell. So, gut, aber der reicht, wenn das ein Einzelner ist. Genau, jetzt geht es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Gut, okay.
Es wäre trotzdem toll, wenn wir einen Gemischtwaren laden. Können wir denn, Moment, was war? Achso, das andere Zeug können wir ja noch nicht machen, ne? Weil Steinmetzbrunnen, Kiste, Lager. Okay, das Zeug können wir ja noch nicht machen, weil haben wir noch nicht. Bei die Frage ist die Felder. Ich meine, ich könnte echt da. Ich versuche da jetzt mal einen schönen Weg runter zu machen. Genau, apropos schöne Wege, wir könnten auch ein paar Straßen machen. Straßen, brauche ich da Ziegelsteine oder? Ah, da brauche ich die guten Steine. Okay. Aber gut, wir müssen da sowieso früher oder später, möchte ich alles in schöne, gute Straßen hüllen. Von dem her passt das ganz gut so. So. Ich hoffe nur, dass das alles eben ist. So, vor allem hier ums Rathaus rum. So. Ah, schön Schachbrettmuster. Toll. Also nicht ums Rathaus, sondern ums zentrale Lager. Rum passt das auch ganz gut. Dumpti-dumpti-dum. So, sehr schön. Und da auch nochmal. Gut. Dann haben wir das geschafft. Dann kommt da runter, damit die Bärenpflückerei auch ein bisschen besser vonstatten geht. Warum sind da eigentlich Holztreppen? Wer hat dir hier erlaubt, Holztreppen hinzugeben? Weiß man nicht so genau, ne? So, okay. Also Gold kriegen wir auf jeden Fall ganz viel. Also gelbe Münzen, rote Münzen, an denen scheitert es noch ein bisschen. Das liegt aber daran, weil ich halt echt. Moment, wo. Wie viel transportieren hier Stämme rein? Moment, machen wir mal kurz Pause. Nee, das ist ein Brett. Du bringst Stämme da rein, ne? Gut, ich meine, wobei. Ja, ist prinzipiell. Nee, passt schon. Ist prinzipiell schon okay. Wir müssen nur echt. Warum? Warum? Brauchen die so lange mit dem Holz? Vor allem das Sägewerk liefert extra Bretter hier rein. Weißt du was, dann lassen wir auch noch einen. Na gut, wobei der Steinmetz, der braucht ja auch ewig, ja. Der Steinmetz braucht ja auch ewig. Weil ich kann die Steine, die brauche ich, die darf ich nicht verkaufen. Muss echt schauen, dass ich eher dann hier mehr Bretter schaffe. Im Moment, komm, wir können genügend Arbeiter noch ausbilden. Irgendwie haben die echt die Augen, die sind echt ein bisschen creepy, ne? So. Fällt die Bäume und rein ins Sägewerk. So. Gut, da glaube ich, brauchen wir jetzt einen zweiten Wagen. Weil sonst ist das echt ja, zu viel. Okay, machen wir noch einen Wagen. Nein, ich möchte den Wagen anklicken. So, einmal die Bretter nehmen und da rein. So, dann verkaufen wir hauptsächlich, ist ja egal, dann verkaufen wir hauptsächlich hier die Bretter. Hilft nichts, ne? Ja, weil Ziegelsteine, wie gesagt, die brauche ich eher selber dann für Straßenbau und so weiter. Und apropos Straßenbau, ich wollte ja da runter eine Straße bauen. Das könnte aber spannend werden. Genau, weil das dachte ich mir fast, da muss ich hier irgendwie mit Rampen arbeiten. So. Und dann mit Gerüsten drunter. Oder? So irgendwie. So. Ah, das ist eine sehr gefährliche Konstruktion, muss ich sagen. Und irgendwie, ich finde das so lustig, dass da drunter, dass das dann geht. Aber das gefällt mir so nicht. Ich baue da nochmal so. Weil ich will, dass das alles ordentlich aussieht. Ich meine, wo kämen wir denn da hin, ja, wenn das alles nicht ordentlich aussieht? So, gut, dann haben wir die Straße da. Können wir da jetzt hochbauen? Sehr schön. Jetzt können wir da unten dann auch die Baumwolle holen. Für Stoff zum Beispiel.
Aber da brauchen wir zuerst, oder nee, Blödsinn, im Wohnhaus? Nee, nicht im Wohnhaus, in der Werkstatt, glaube ich, können wir ja auch. Genau, aus Baumwolle Stoff erzeugen. Sollten wir vielleicht gleich mal machen. So. Soll er gleich mal die Straße so entlang, dass sie hier. So, und jetzt hier einfach ein weiteres Gebäude, nämlich eine Werkstatt hier ran. So, zack. Und du wirst ab jetzt aus Baumwolle Stoff erzeugen. Ja, wunderbar. Oder kann man aus Baumwolle sonst noch irgendwas? Nö, mach einfach mal Stoff hier. Gib Stoff, ne? So, vier Männchen, die da Baumwolle transportieren. Zack, und rein da. Und zwei Wegen, die den Stoff dann abtransportieren. Hätte ich gesagt, müsste reichen, ne? So. Stoff abtransportieren in... Moment, das machen wir anders. Einer transportiert den Stoff ab ins Lager. Und einer transportiert den Stoff ab in den Gemischtwarenladen. So, dann haben wir das schön aufgeteilt. Rein von der Produktion her weiß ich nicht, ob das so schnell geht. Dass sich das auszahlt. Naja, drei. Ja. Oh, ach, das ist schön. Försterei und Baumsätze. Ja, Försterei wäre wahrscheinlich gar nicht mal so blöd. Was war jetzt nochmal für... Oh, Bauernhof, Farmfeld, Viehwerte. Ach, jetzt haben wir... Ja, Landwirtschaft. Die Farm wird automatisch Ressourcen ab- und wieder anbauen. Wasserdünger sowie Farmfelder erhöhen die Geschwindigkeit. So wie Farmfelder. Ach, Farmfelder muss ich gar nicht. Gut, das ist jetzt wichtig, weil ich glaube, ich muss nämlich hier dann echt... Moment. Gebäude. Dann machen wir zuerst hier die Farm. Die Farm. Bauernhof. Ja, ist ein bisschen groß. So, und wenn ich da jetzt sage, wie kein Rezept zugeordnet, ja, bitte hier Getreide. Ist halt jetzt die Frage, ob die das machen. Gießen und düngen, aber da müssen wir, komm, gießen müsste gehen, da packen wir da einfach hier so ein Männchen hin. Holst das Wasser da und gibst es da rein. Jetzt ist die Frage, machen die das automatisch? Eigentlich müsste der... Ausgabespeicher ist voll. Okay. Getreide in die Kornmühle. Was machst du hier eigentlich? Komm, du gehst da weg. So. Weil da haben wir in Wirklichkeit auch... Moment. Ich glaube, da mangelt es an einem Wagen... der die Arbeit dieses tapferen Mannes erledigt, ja. Der da hier... Oh, der wird ja fast von Wagen zusammengefahren. Na, egal. Huch, ich glaube, ich habe gerade was gebaut, oder? Ich brauche auf jeden Fall hier einen Wagen, der da das abholt und da hinbringt. So. Und oh nein, ich habe keine Forschungsrezepte ausgewählt. Ja, komm, dann machen wir doch hier Standardlogistik und Flüssigrohr. Ich mache das einfach mal alles. So. Schön, dass das jetzt in der Schule doch so gut geht. Ich hoffe nur, dass der das wirklich dann anpflanzt. Aber wenn die das sagen, dann sollte das ja so passen. Theoretisch, ne? Ja, ich glaub's einfach mal. So, da ist auch schön. Funktioniert auch gut. Okay, wunderbar. Was will man mehr? Oh, ich kann das die Basis ausbauen. Juhu! Neues Gebäude, freigeschaltete Küche, Taverne und Metallurgie. Oh, Metallurgie. Ich muss jetzt zuerst... Genau, ich habe da unten jetzt hier die Werkstatt. Die produziert Stoff. Ich bräuchte ein paar... Nee, Moment. Was brauche ich eigentlich? Das ist eine gute Frage. Die sind alle halbwegs zufrieden. Kann ich die eigentlich schon... Ach, die könnte ich jetzt sogar verbessern. Weißt du was? Das machen wir jetzt auch nochmal schnell. So, alle durchverbessern. Ach, da ist noch ein Wohnhaus, das überhaupt noch Stufe 1 ist. Also Stufe 2 war das jetzt. Oh, ich habe keine roten Münzen mehr. Okay, gut. Was wird hier eigentlich angeliefert? Wir haben jetzt hier sogar Stoff und Dingens. Könnte natürlich jetzt einen zweiten Steinmetz machen. Aber stimmt, einen Förster wollte ich machen. Genau, Förster, das ist ja ganz wichtig. Ein Förster. Förster, 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 Förster. Wo ist denn die Försterei? So, die Försterei ist hier. Und
du Försterei machst hier, erntet, Apfel, Birnen, Moment. Hä? Nein. Moment, was? Was? Holz, Ernte von Bäumen, erzeugt vom Baum, produziert von Försterei. Na gut, dann machen wir das so. Weil dann brauch ich die... Ich dachte immer, die Försterei würde anpflanzen. Offensichtlich doch nicht. Gut, dann haben wir sie wieder weg. Passt. Machen wir einen Baumsetzer. Schauen wir mal, hatten wir eh auch noch nie. Wo ist denn der? Bearbeiter? Nee, Pfade, Landwirtschaft, Baumsetzer. Ach, verdammt, da brauche ich Dünger. Was macht der? Ermöglicht die Platzierung von Bäumen und beschleunigt deren Wachstum. Pflanze Baum. Achso. Ah, okay. Okay, gut, dann. Dann, Moment, was, das ist, wow, das sind ja so viel. Das ist echt, also ich muss sagen, mir fehlt komplett die Übersicht, was jetzt wie, wo hinläuft. Das ist, boah, Alter, ist mir echt zu kompliziert. So, ja, ich lasse die Bäume hier mal, ist okay. Aber ich glaube, ich brauche Dünger. Also ein Förster ist jetzt echt nur zum... Försterei, Ernte von Holz und Obst sowie selbstständiges Aufforsten von Bäumen in Reichweite. Aufforstung heißt... Ach stimmt, ich habe da eh Äpfel auch genau, also das wäre ja gar nicht mal so blöd, den hier hinzupacken. So. Ist die Frage, ich habe doch da, wo sind jetzt die Leute, die jetzt hier die Äpfel dahin tragen? Wisst ihr, das ist jetzt irgendwie so das Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie komme ich jetzt zu den Leuten, die da die Äpfel rausziehen, weil die möchte ich auf die Försterei umdrehen, ja? Lebensmittelmarkt. So, und schauen wir mal. Moment. Also du bist ein Apfelernter. So, da und da rein. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Er holt den Apfel da. Moment, du. Äpfelentnahme da, Äpfel hinbringen da. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Försterei jetzt Bäume auch wieder einsetzt. Dastehen würde, wobei ich nicht weiß, ob Aufforsten jetzt heißt wegreißen oder wieder hinpflanzen. Weil Aufforstung wäre für mich wieder hinpflanzen, aber ich weiß nicht, ob das Spiel das auch so sieht. Das ist jetzt eine gute Frage. Oh, Flüssigkeitsrohr, das ist ja toll. Was haben wir denn sonst noch an Forschung? Komm, Metallurgie packen wir auch gleich ran, ist doch egal. Ist doch egal. So, aber was sind eigentlich unsere Ziele? Stufe der Basis 4 von 5. Bergwerk. Abbau von Erzen, Mineralen, Mana-Steine und Äther aus dem nahegelegenen Gelände. Und eine Fischerei. Liefert Fische von nahen Wasserflächen. Fischeintopf, Metallförderband und Schiene. Okay, gut. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall schon schön aus, meine City. Ich kann hier noch ein bisschen verbessern. Das machen wir vielleicht auch gleich noch. Ja, alles fertig durchverbessere. So, weil wir haben auch jetzt haben wir keine roten Münze mehr. Gut, und hier brauche ich Eisenplatten. Ja, und der Wagen fährt hier wieder doofe Strecken. Aber was willst du machen? So, und irgendwie habe ich jetzt doch genügend Stein. Vielleicht sollte ich doch den Steinmetz jetzt auch, dass ich ein bisschen Stein... Ich mache aber nur einen einzelnen Arbeiter, lasse ich hier das dahin bringen. So, so ein bisschen abwechselnd, glaube ich. Die machen das eh dann schön abwechselnd, ja. Hoffe ich zumindest. Mal kurz angucken. Ja, gut, das passt. Okay. So. Sogar ins Lager kommen sogar trotzdem noch mehr. Naja, gut. Schienen. Leder. Okay, also ich habe jetzt hier auf jeden Fall Baumwolle. Ich müsste dann Farmen. Kann ich schon Farmen bauen? Müsste ich ja schon können, ne? Bauernhof. Ne, aber ich brauche ja eine Weide. Produziert tierische Erzeugnisse. Bauernhof, ernten und pflanzt selbstständig Kulturpflanze in Reichweite.
Ach stimmt, und da müssten wir einfach genau Dünger, aber Dünger können wir erst mit Farmfeld. Das ist jetzt echt die Frage, ne? Macht er das jetzt ordentlich oder nicht? So, und vor allem die ziehen sich das ja hoffentlich jetzt eh richtig, oder? Ja, das müsste passen. So, und die sind hier zu drücken, kommen da, hauen wir einen weg. Zwei reichen offensichtlich auch. So, Fisch ist immer noch okay. Gut, passt. Das Haus ist hier in gefährlicher Hanglage, aber hey, ist doch egal. Alles nicht so tragisch, ne? So, und wir könnten eigentlich auch Stoffförderbänder machen, weil gehen in der Werkstatt, oder? Stoffförderbänder, was braucht man da? Uiuiui, nee, da brauchen wir ja ganz viele Sachen. Eiei. Ja, und das ist halt jetzt das Schwierige, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier irgendwo Stoffförderbänder bauen. Wie viele Räder haben wir eigentlich? Okay, dann muss ich nämlich die Radgeschichte ja doch wieder aktivieren. Das machen wir jetzt einfach mal schnell. So. Huch, nein, stopp, ich möchte das wegtun. So, einmal hier Bretter raus, da rein. Einmal hier, nein, hier Räder raus, da rein. So. Und jetzt machen wir Sägewerk, nee, eine Werkstatt möchte ich machen, weil ich möchte Stoffförderbänder bauen. So, Gebäude. Eine Werkstatt, die kommt denn dann. Ja, wo kommt denn die hin? Irgendwo, wo ich. Ja, komm, pack mal da her. Und dann möchte ich da Stoffförderbänder bauen. Und jetzt, ich probiere jetzt mal was, weil ich kann schon Folgendes machen. Ich kann natürlich sagen, den kann ich jetzt hier Gegenstandsfilter. Kann ich da mehr oder kann ich da nur einzelne Holzrad und. Okay, ich kann da mehr Sachen machen. Also ich kann Holzrad, Stein. Und was bräuchten wir noch? Und Stoff, ne? So, genau, zack. Und wenn ich jetzt sage, hier, raus da und rein da. So, jetzt bin ich gespannt, was der jetzt macht. So, er hat auf jeden Fall ein Rad geliefert. So, was liefert er als nächstes? Liefert er jetzt alles? Nee, der liefert noch ein Rad. Was hat er jetzt mit? Jetzt hat er wieder ein Rad mit. Okay, also das ist offensichtlich. Weiß ich nicht, ja. Ob das so klug ist, was der da macht. Ist die Frage, wenn jetzt das. Ach so, okay, das. Okay, das ist schon gefiltert. Moment, ich kann es jetzt. Ich probiere es mal mit dem Wagen. Komm, haust mal ab. So, ein neuer Wagen. Ja, oh, toll. Juhu, wir haben das erforscht. Das ist schön. Wenn ich denn da jetzt einen Wagen hinsetze und beim Wagen mache ich dasselbe. Ich mache einmal das da, dann einmal Steindingens da, Stein, wo sind die Steine? Da sind die Steine und hier. Wow, toll, okay. Rad und, also muss man mit Shift offensichtlich machen und Stoff. So, zack. Und jetzt nochmal, du holst hier alles raus und lieferst da alles rein. So, der hat aber jetzt trotzdem vier Räder mit. Okay. Und jetzt schauen wir mal, wenn der die Werkstatt voller Räder ist, ja, was dann passiert? Ich befürchte ja, dass der weiter Räder liefert dann. Ja. Das ist genau das Problem. Somit, ich könnte denen zwar mehr Aufgaben geben, aber komm, liefere deine Räder mal ab. Kann ich eigentlich Räder auch hier? Nee. So, somit brauche ich leider wirklich für jede Zutat ein eigenes Männchen. Ist zwar schade, aber hilft nichts. Oder ich mache das irgendwie über Förderbänder oder ich check's nur noch nicht. So, einmal, also wir brauchen. Das da rein, dann einmal das da rein und dann einmal noch das da rein. So, und ein Männchen, was dann die Stoffbänder.
rauszieht. Na? Schön. So. Dumpti-dumpti-dumpti-dumm. Oh, wir haben schon einen Stoffbank gemacht. Okay. Cool. Passt. Okay, gut. Aber liebe Leute, ich würde sagen, das soll es für heute wieder gewesen sein. Wir halten die Folgen kurz, weil, ja, muss ja nicht immer so lang sein. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und, ja, mir macht soweit noch Spaß. Ist zwar alles, wie gesagt, ein bisschen konfus, aber ich denke, da kommen wir schon irgendwie rein und, ja, sobald wir dann richtig drin sind, wird das richtig, richtig viel Spaß machen, ja, was es jetzt auch schon tut, aber noch viel mehr. Aber bis dahin, es wird noch viel Zeit vergehen, weil ihr wisst ja, wie verpeilt ich manchmal bin. Aber wie immer, danke fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Factory Town. Tschüss, Leute.